Ja, tatsächlich. Hab ich. Allerdings, keine Instant-Nudelsuppe. Ah, okay, klingelt. Sie ist da. Okay. Dann wird sich Stevie jetzt verabschieden aus dieser Aufnahme. Ich weiß auch nicht, wie lange ich die Aufnahme noch mache. Ciao. Kann ich jetzt einfach auflegen Ja, oder wie? kannst du einfach auflegen. Okay, ciao. Ciao. Viel Spaß noch und viel Erfolg. Ja, danke. So. Okay. Bodo. War klar. Mist. Komm schon, komm schon, komm schon. Wirf eins. Okay, das ging schnell genug. Ich traue mich halt nicht, dass ich das Ei rechts hole, weil rechts würde ich vielleicht noch reingeglitscht werden in den Boden und da ist ja schon mal sowas Ähnliches passiert und das möchte ich nicht riskieren. So. Gut. Her mit dem Pilz. Diesmal versuche ich Yoshi zu kriegen. So. Ich habe sowieso noch eine Feuerblume. Aha. Das ging gar nicht mal so schwierig. Und rein da. Warte! Wieso zur Hölle? Okay, erstmal das. So, jetzt kann ich mit Yoshi weitermachen. Kann ich mit Yoshi bomben? Ja. Perfekt. Mit Yoshi die Bombe fressen und dann einfach in sein Gesicht spucken. Da Yoshi mir immer noch einen Hitpoint sozusagen sichert, bin ich relativ safe, wenn ich ihn benutze. So, ich glaube, brauche noch einen Treffer oder so. Ja, das war's. So, Yoshi kann natürlich keine Türen öffnen. Warum auch immer. So. Okay. Mittelpunkt! Hammeranzug! Fuck yeah. Sicherheitshalber die Feuerblume aktivieren. So. Erstmal ein bisschen futtern. Okay. Mhm. Ja, der. Ganz ruhig. Alles gut. Es ist nur ein bisschen Konzentration. So. Komm schon, Yoshi, du schaffst das. Ach, dammit. Geahnt, dass es passiert. Oh, komm schon. Yoshi, ich will dich mitnehmen. Ich will meinen Freund nicht killen. So. Okay.
Also für den Fall, dass ihr euch jetzt fragt, was ich versuche hier zu machen. Ich versuche gerade mit Yoshi auf den Source, Chain Source praktisch zu springen, um dann weiter nach oben zu kommen zum, zu den Spinies, auf denen weiter zu springen. Oh, Mist. Bis jetzt wird mir die, zumindest die Möglichkeit geboten, überhaupt erstmal die, den Yoshi, den Chainsaws zu transportieren. Das ist schon mehr als ich erwartet habe. Ha! Geschafft. Ich komme auch noch höher. Ich muss nur den Chains, den Spiny nochmal benutzen. Du hast mir den Yoshi gegeben und ich werde ihn nicht so leicht aufgeben. Ich könnte wetten, dass der Schmack jetzt denkt, WTF. Was macht der da? Das war niemals so geplant. Ich habe es extra so gebaut, dass man mit Yoshi nicht hochkommt. Und jetzt macht er das trotzdem. Fuck. Mist. Das kann jetzt ein langer Versuch werden. Fuck. Ich bin jetzt ganz unten mit Yoshi. So. Komm schon. Mist. Ich muss von der Statue springen, sonst komme ich nie auf die Chainsaw. So. Ach, Damage. Da war der Feuerball halt wieder ungünstig. Hau doch nicht ab, Yoshi. Ich will dich benutzen. Ich bin nicht so ein grausamer Yoshi-Killer wie der Force oder so. Ich will diesen... ich will diesen Yoshi benutzen. Ja. Nicht geklappt. Ich sehe wirklich schon, wie Schmacki mir in den Kommentar schreibt, von wegen, was zur Hölle soll das? Nichts kannst du ordentlich spielen. Ah! Setzt irgendwelche komischen Challenges, dass du Monde sammelst und dann kommt doch dieser Käse dazu. Nein, das war wieder ungünstig getimed. Ich müsste halt wissen, bei welchem Timing von der rechten... Ja, wobei, ich weiß nicht mal, ob man das beeinflussen kann. Shit. Komm schon. Aha. Spielen doch noch im Rennen. Jupp. So. Haha. So, und... Nein, nein. Oh, das war so gut. Ich hätte es fast geschafft, Mann. Warum? Warum muss ich es wieder verkacken? Nein. Bleib hier, Yoshi. Dinosaurier der Freude. Bleib da. Ich will es wenigstens einmal versuchen, da hochzukommen. Wenn es danach...
nicht mehr geht, dann ist ja gut, aber... Solange ich noch höher komme, will ich es probieren! Unter allen Umständen. Ah, verdammt. Vielleicht sollte ich einen dieser Spinies fressen. Ich glaube, das würde es ein bisschen leichter machen. Ah, vielleicht nicht gerade den, der mir so wohlgesonnen ist. Shit. Jetzt habe ich sogar schon mein wertvolles Upgrade verloren. Aber ich glaube, jetzt muss ich mich nicht mehr darum... Oh doch. Oh, die eine Statue ist weg. Das ist schlecht. Und die Statue komme ich doch nicht... Kann ich die neu spawnen? Ja. Nein, und er hat mich genau in dem Moment getroffen. Verdammt. So. Schieß. Gut. Kann ich mich... Ja, ich kann mich ducken als kleiner Mario. Dammit. Bleib hier, Yoshi! Es ist so schwierig. Alles, was ich von dir verlange, ist... mich nicht komplett vorzuführen. Nein, nein, Yoshi, warum? So. Komm schon, das kann... Mann, warum ist das so schwierig? Weil es nicht so geplant ist, Osoma. Deswegen ist es so schwierig. Man soll ja den Yoshi hier verlieren. Egal. Dammit. Verdammt. Warum ducke ich mich denn nicht? Die ganze Zeit ducke ich mich und jetzt, wo es wichtig wird, dann nicht. Na, was? Warum? Oh, ausgerechnet ist jetzt so ein Swamp. Ich habe gerade unglaublich viel Spaß daran, dass sie diesen Scheiß hier auszuprobieren. Tut mir leid, Schmacki. Vielleicht mache ich die Folge deswegen länger, keine Ahnung. Oh, ich bin wieder oben. So, jetzt ganz ruhig. Ich werde jetzt erstmal zwei entfernen. So. Oh, verdammt. So, ich habe jetzt zwei weniger. Hoffentlich, mit etwas Glück, ist es jetzt auch leichter, da hochzukommen. Weil jetzt nur noch der Spiny da ist, bei dem es dann klappt. Ja, jetzt ist es leichter. Ich komme nicht hoch. Okay, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ich muss Yoshi zurücklassen. Ich hab's kapiert. Ich gebe auf. Ich wollte es geprobiert haben. Ich bin ehrgeizig. Niemand kann mir vorwerfen, dass ich nicht ehrgeizig wäre. Das ist ein gemeiner Mond. Wann kommt diese Plattform zurück? Okay, wir warten. Dab, 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 dab. Ja, ich kann mir mal einen Zug Feuer abwehren. Cool, nicht wahr? wie jetzt? Wieso fährt die noch weiter nach oben? Wieso fährt die immer wieder nach oben? Na toll. Heißt das, ich bin tot? Thank you.
Offensichtlich bin ich tot. Okay. Gemeinheit. Nur ich meinen Mond nicht behalten kann, jetzt muss ich auch noch. Nicht nur ich meinen Yoshi nicht behalten kann, jetzt muss ich auch noch mit dem Mond klarkommen. Wie mache ich das? Das könnte klappen. Ja, wenn ich schneller bin. Ich krieg diesen Mond. Du kannst dir sicher sein, dass ich ihn kriege. Ich bin mir verdammt sicher, dass ich ihn kriege. Dammit. Tot. Ich werde alles schaffen, was du mir hier als Challenges aufgibst. Es ist vollkommen egal, ob ich Dinge mache, die nicht geplant waren, oder anderes Zeugs. So. Okay. Also. Verdammt. Ich kriege diesen Mond. Definitiv. Ich habe endlose Versuche. Ich werde es endlos probieren. So. Einmal hier hoch. Das ignorieren. Hier hoch. Da hoch. Dort hoch. Mist. Langsam. Okay. Zweiter Versuch. Oh, wieder zu langsam. Na toll. Und jetzt bei dem hier habe ich keine Chance. Und da komme ich nicht mehr hin. Ah! Fuck. Ich muss es beim ersten Bob umschaffen. Ach, dammit. So. Okay. Dieses Feuer ist ziemlich gemein. Ah, wieso? Oh Mann! Ich versteh's nicht. Warum kannst du das nicht vernünftig fallen lassen? Ich hasse SMBX dafür, dass es nicht vernünftig funktioniert von der Steuerung. Mir alles andere ist mir egal, aber dass die Steuerung halt jedes Mal so eine Probleme macht. Ha! Geschafft. Okay. Und jetzt kann ich mit dem Ding hier hoch. Okay. Ganz vorsichtig. Ich will jetzt nicht sterben. Unter keinsten Umständen möchte ich jetzt nochmal sterben. Okay. Ah, ich verstehe. Da fällt es immer runter. Deswegen. Passierte das jedes Mal. Keine Ahnung warum, aber dadurch musste man halt jetzt, muss man jetzt diesen Weg nehmen. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Muster hier eigentlich gar nicht geplant war. Und nur eingefügt werden musste, weil es irgendwie nicht geklappt hat. Das war knapp. Okay. Ich lebe noch, ich bin oben. Shit, Mann! Ah, damn it! Jetzt muss ich das wieder machen. Ich hatte es doch schon. So. Okay. Ach, verdammt. So. Okay. Nein, nein, fuck, Mann, warum?
Ich kann es doch auch eigentlich einfacher machen. Warum war ich es mir immer so schwierig? Ich habe doch ein Power-Up. Wenn ich mir das Power-Up nicht bis da oben verliere... So, ich werde diesen Satz lieber nicht weitersprechen, weil sonst verliere ich es wirklich noch bis da oben. Dann könnte ich nämlich ganz einfach den Damage-Boost nehmen. So, also ich habe Power-Up. Damage boosten. So. Warum nicht gleich so? Bin ich zu dämlich. Okay. Mhm. Ja. Ich hab's ja kap... Das würde auch erklären, weswegen man da extra nochmal diesen Hammeranzug kriegt. Fuck it. Ich nehme jetzt einfach nochmal. So. Gut. Komm schon. Kann doch nicht so schwierig sein. Oh, Damage. Kann doch nicht so schwierig sein. Wieso bin ich so unfähig? Nein, warum? Ich kriege diesen Mond. Wäre schön, wenn ich auch den Rest schaffen würde. Also, hier hoch. Und jetzt hier hoch. Und jetzt da springen. So, okay, gut. Und jetzt einfach hier hoch. Da. Ignorieren wir all diese ganze Scheiße. Auch wenn ich sie eigentlich nicht ignorieren wollen würde. So, hab. Und hoch. Und hoch. Und. Vorsicht vor der Pflanze. Okay. Und. Gute Bill nutzen. Hoch da. So. Okay. Also, erstmal, da sind Hammerbrüder. Gehen wir auf den Sack. Ich kann die nicht damit besiegen. Können die Hammerbrüder den besiegen? Nein, natürlich nicht. Was soll ich tun? Also grundsätzlich gesagt, ohne den Hammeranzug bin ich verloren an der Stelle. Alles klar. Ich darf also nicht mal... Ich muss mich umbringen. Ich brauche einen Reserve-Hammeranzug. Und den kriege ich halt nur, wenn ich da oben bis da oben noch hinkomme. Ja. So. Ich meine, ich habe eine Methode gefunden, womit ich es auch ohne den machen kann, aber die ist so krank, dass ich darauf verzichte. So. Fuck! Okay, aber jetzt habe ich eine Reserve. Das heißt, ich kann jetzt auch einmal getroffen werden. Und trotzdem noch zwei Hammeranzüge haben. Wenn ich mich nicht dumm anstelle, das werde ich tun. Und zwar viel. Okay. Okay, ich habe mich ausnahmsweise mal nicht ganz so blöde angestellt, wie ich bin. Okay. Yay! Auch das hat geklappt. Irgendwie. Oh Gott. Na toll. So viel zu meinem tollen Reserveanzug. Ich kann also nicht zwei behalten. Okay. Okay. So, Anzug auswählen und jetzt schnell nach links springen. Oh, allererstes werden diese Hammerbrüder erledigt. Okay, ich brauche einen Pilz dafür. So.
stirb. Aha. Ja, ja. Ich töte dich einfach aus Prinzip. So. Geschafft! Oh, danke. Das war ein schweres Level. Zumindest mit meinen seltsamen Vorgaben, die ich mir stelle. Larrys fliegende Flotte. Okay. Aha. Okay, der Lakitu wirft Bob-Ums. Mist. Ich wurde übrigens gerade in Skype angeschrieben. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist dann auch ein ganz guter Moment, um einfach mal die Aufnahme zu beenden. Ich bin weitergekommen und alles ist anstrengend gewesen. Okay, also bis zum nächsten Mal und ciao.